Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich mal ein ganz neues, ganz anderes Thema. Hatte ich bis jetzt noch nicht, und zwar heirate ich dieses Jahr kirchlich und habe mir einfach gedacht, ich mache mal ein Video darüber, was wichtig ist, wenn man eine Hochzeit plant, beziehungsweise wie man am besten alles in einem Überblick hat. Und um alles in einem Überblick zu behalten, habe ich hier einen Ordner, designed sozusagen. Den kann man bei Lights selber designen. Da kann man eben Hintergründe aussuchen, beziehungsweise auch selber Bilder und dazu eben dann die Namen schreiben. Also hier eben die Hochzeit von Raffi und Alex. Und hinten ist noch ein sehr schönes Bild von uns drauf. Hat mir sehr gut gefallen. Ich wollte eben einen Hochzeitsordner haben, um einfach alles, was ich plane, da einordnen zu können. Und ich finde es auch sehr schön, wenn man dann auch nach der Hochzeit noch alles durchblättern kann, was man so organisiert hat, was man so gekauft hat und einfach Fotos noch reintun als Erinnerung. Finde ich eine sehr schöne Erinnerung. Das erste, was ich drin habe, ist leider nur ein Zettel, das werde ich auf jeden Fall noch ändern, ein schöneres Register machen. Ein Register, und ich tue das mal raus, tue ich mich leichter. Hier zeige ich euch einfach mal, wie ich das aufgeteilt habe. So, und zwar habe ich als erstes die Planung und die Finanzen, also wie der Tag ablaufen soll und wie viel was kostet. Dann auf dem zweiten Platz habe ich den Junggesellenabschied. Gehört natürlich bei einer Hochzeit auch dazu. Als drittes habe ich die standesamtliche Hochzeit. Die ist natürlich jetzt schon vorbei, deswegen gehe ich da jetzt nicht näher drauf ein. Dann viertens habe ich die kirchliche Trauung, die eben jetzt dann bevorsteht. Also der Termin ist jetzt am 16.09.17 angesetzt. Dann das nächste ist das Fotoshooting. Also ich will natürlich Fotos von meinem schönsten Tag machen. Dann das nächste, die Feier, muss natürlich auch organisiert werden, welche Location, ob man Brautstielen machen und so weiter. Dann als siebtes natürlich die Gäste, eine Gästeliste erstellen, ganz wichtig. Dann achtens, Essen, also da kommt eben das Essen mit rein, das wir eben zur Feier bestellen wollen. Dann neuntens, Papeterie. Was ist das? Ja, das sind zum Beispiel Einladungen, Tischkärtchen, Menükarten, die man eben bestellen müssen. Also alles, was aus Papier besteht, was man drucken lassen muss, ist unter Papeterie. Dann als zehntes haben wir die Dekoration. Und zwar ist bei uns die Dekoration in den Farben Braun, Grün und Weiß gehalten. Wir wollen eher so eine Naturhochzeit mit viel Holz und eben viel Blumen und so weiter. Deswegen ist da die Dekoration natürlich auch wichtig. Dann elftens, das Outfit. Natürlich jetzt sehr, sehr wichtig. Natürlich das Brautkleid und der Anzug für den Bräutigam. Als zwölftes dann die Flitterwochen, die bei uns aber wahrscheinlich etwas später stattfinden werden. Und als dreizehntes dann eben das Fotobuch, wo eben Fotoerinnerungen reinkommen von der Hochzeit. Das nächste, was ich euch in meinem Ordner zeigen wollte, ist mein selbstgestaltetes Register sozusagen. Ich habe mir gedacht, ein Register machen lassen kann sich jeder, beziehungsweise die Register, die man im Handel so bekommt, finde ich nicht sehr schön. Deswegen habe ich mir gedacht, werde ich meine Register einfach selber verzieren. Und da habe ich mir einfach verschiedene Papiere gekauft und habe einfach das ein bisschen verziert. Es ist jetzt nicht das Schönste, aber ich finde es sehr schön. Ist jetzt nicht so was Besonderes, aber auf jeden Fall besser als nur das braune Register. Habe mir so Klebeband gekauft und einfach so, ja, verziertes Papier. Das ist die erste Seite. Das ist dann die zweite Seite, also da kommt der Name noch rein, den habe ich vergessen reinzuschreiben. Das ist dann die dritte Seite, die ich verziert habe. Wie gesagt, da kommen noch überall Namen drauf, was eben sich hinter den Karten befindet, beziehungsweise welches Thema sich dahinter befindet. Habe ich aber leider vergessen hinzuschreiben. Das ist die nächste Seite. Finde ich, ist die schönste Seite geworden.
Das ist die Seite für die Fotos. So, das waren jetzt die ersten wichtigen Dinge zum Ordner, in dem man eben die Übersicht über die Hochzeit sehr schön auf einen Blick hat. Und im nächsten Video werde ich euch darüber berichten, was in welchem Monat so gemacht werden muss. Es ist ja immer die Frage, wann muss ich was organisieren, was ist am wichtigsten, und das werde ich euch auf jeden Fall im nächsten Video berichten. Und werde euch auf jeden Fall über meine Hochzeit auf dem Laufenden halten. Ich hoffe, euch gefallen diese Videos über meine Hochzeit und ihr schaut beim nächsten Video wieder vorbei. Den Link zu den Produkten, die ich eben verwendet habe bei diesem Ordner, stelle ich euch wieder in die Beschreibung. Sowie den Link auf meine Blogseite, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!